Kultur und Information. Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Das ist miserable Literatur. Ich finde dieses Buch auf ärgerliche Weise miserabel. Ja, und ich finde dieses Buch für mich eine Beleidigung. Er kann viel, dieser Martin Walser. Erzählen kann er ums Verrecken nicht. Ich habe gefickt, wir werden ficken. Ich bin gefickt, die Welt ist eine Fickerei. Das einzige Glück ist das Ficken. Das kann nur jeder schreiben. Einen Vorschlag machen. Machen Sie. Hängen wir doch das Buch ein bisschen niedriger. Wenn noch wir, niedriger können Moment. Wir es nicht hängen. Das ist ja schon, wir sagen, es ist wertlose Prosa, langweilig wenn und Sie das, unlesbar. Wenn Sie das und Sie Buch, sagen, wir sollen es niedriger nein, hängen. Wenn Sie das Buch vom Jahrhundertereignis etwas niedriger dann hängen. Dann bleibt es ein genauso schlechtes Buch wie jetzt. Wenn dieses Buch von Siegfried Lenz geschrieben werde oder von Stefan Heim, dann hätten wir es nicht behandelt dann hier. Würden Sie es dulden. Nein. Und dann würden Sie es ach, leben dulden, lassen. Dulden, ich lasse dann würden Sie es das, leben lassen. Dass Sie, nein, dass ich mit kann einer etwas, was tot ist, nicht wird. Leben lassen. Ich kann ja. Etwas, was tot ist, nicht leben lassen. Was Sie haben es ja tot geredet. Nein, nein passen Sie mal auf. Es gibt Autoren, die mit einem ersten Buch fabelhaft angefangen haben. Ja, wie Grasse. Das gehört bei dazu. Thomas Mann hat im Leben einen Roman wie die Buddenbrooks nicht geschrieben. Also, es ist es Unsinn. Gibt nicht viele Autoren, die wirklich ihr ganzes Leben hindurch eine gewisse Qualität halten. Niemand verlangt von ihm, dass er immer dieselbe Ebene hält. Aber das ist ein Buch, das total wertlos und langweilig nein, ist. Nein, ist es nicht. Von der ersten bis zur letzten Zeile. Ich möchte auf eine Kleinigkeit aufmerksam machen. Ich habe in meiner Kritik dieses Buches gesagt, sieh da gibt es eine 5-Seiten-Beschreibung eines Treffens mit Uwe Johnson, fabelhaft geschrieben. Was ist interessant? Die Beschreibung, bin ich der Ansicht, ist glänzend, dieses Treffens mit Uwe Johnson. Nur, es ist nicht erzählt, es ist eigentlich eine Art Feuilleton, eine Skizze, fabelhaft geschrieben. Sie passt gar nicht in das Buch. Es fällt aus dem Rahmen und ist vielleicht deshalb so gut. Es ist keine einzige Figur erträglich. Es ist nicht erzählt. Wie das heißt kann erträglich, es ist keine Figur ja, da. Ja. Jetzt das Frage, wie kann das einem Autor passieren, einem routinierten, erfahrenen Autor, dass er so was liefert, dass die, wir haben das zitiert, zu Recht, jemand hat geschrieben, es ist komplett unlesbar. Stimmt, es ist unlesbar und langweilig und da hilft es nicht. Die Kritiker sind überhaupt nicht daran schuld. Das so kann man sehen. Keiner hat den Grass von Grass erwartet, dass er über die Wiedervereinigung schreibt. Mir wäre viel lieber, wenn Grass über seine Liebe zu seiner Frau geschrieben hätte. Interessiert mich viel mehr. Es ist im Zusammenhang mit der Rezeption dieses Buches, die ja 10 Tage de facto dauert, was da vorher war, wollen wir gar nicht erwähnen. Etwas passiert, was in der Geschichte der deutschen Literatur, meines Wissens, noch nie passiert ist. Etwas vollkommen Unglaubliches, Unerhörtes. Es erscheinen also 6, 7 Kritiken in großen Blättern, negative beinahe alle. Das ist schon manch einem Autor auch Bedeutendem passiert. Und jetzt kommt ein Gewerkschaftsfunktionär, der Sekretär der IG Medien und erklärt, und zwar deutlich auf Wunsch des Verlages in Full Gras, unser Mitglied, der Gewerkschaftsmitglied Gras, geschieht hier ein Unrecht, die Kritiker behandeln. Ein Gewerkschaftssekretär nimmt einen Schriftsteller in Schutz. Jetzt haben wir den entscheidenden Satz. Ich habe mit einem Kollegen, der über dieses Buch geschrieben hat. Sie sprechen immer mit Kollegen hinter unserem Rücken. Aber selbstverständlich spreche ich mit Kollegen. Mit einem, der das Buch sehr gelobt hat, habe ich geredet und habe gesagt, das ist doch unmöglich. Ich glaube Ihnen nicht. Sie lügen. Das kann Ihnen nicht gefallen haben. Nein, es gefällt darauf auch hat der nicht. Kollege gesagt, für die Steiermark ist das Buch sehr wichtig. Ich habe das satt, wenn man mir sagt, das Buch ist aber für Schleswig-Holstein wichtig oder für die Steiermark oder in der Südschweiz ist das die Problematik wichtig. Das ist immer schlechte Literatur und Erklärung dafür. Ich möchte erst mit dem Positiven anfangen. Mein Respekt ist im Falle Elfriede Jelinek enorm. Was mich sehr beeindruckt, ist,
die Militanz und die Ernsthaftigkeit dieser Frau. Getriebenheit. Was mich, bitte? Ja. Getriebenheit. Ja, alles das, jawohl. Was mich nicht beeindruckt, ist ihre Unfähigkeit, erzählend die Welt darzustellen. Wir haben recht, das ist anachronistisch, das ist Literatur von vorgestern. Wie oft können wir dasselbe lesen? Man kann immer wieder zeigen, dass die Männer schreckliche Wesen sind, abscheuliche, aber man muss es wirklich zeigen können. Diese Figur des Gendarmen, das ist doch Primitivismus sondergleichen. Niemand wird mir sagen, das sei Literatur, die zu lesen lohnt. Ich glaube nicht, dass es einen einzigen Menschen auf Erden gibt, weder in Österreich noch in irgendeinem Land Europas, der nach der Lektüre dieses Buches seine politischen Ansichten auch nur um einen Millimeter ändert. Gott, das kann man Autoren nicht vorwerfen. Doch, das ist überflüssig geschrieben. Nein, ich möchte einen Vorschlag machen, aber ihr werdet mir nicht folgen wollen. Ob wir die Diskussion fortsetzen könnten über das Buch, ohne das Wort Tragödie zu verwenden. Warum? Der Missbrauch des Wortes Tragödie ist... Wenn ein Künstler eine große Ausstellung hat und wahnsinnig wird davor... Ist das keine Tragödie, das ist traurig. Der Unterschied zwischen einer traurigen Sache... Ich finde, wenn ein Künstler scheitert, ist das schon eine Tragödie. Nein, das ist noch keine Tragödie. Nein, das haben wir anders gelernt, was der Begriff bedeutet. Nun, ich muss offen sagen, das Buch ist vorgeschlagen worden für das Quartett vom Kollegen Karasek. Und ich habe das, zwar so, ohne es gelesen zu haben, ich gesagt, gut, wenn der Karasek es unbedingt will, einverstanden. Dann habe ich es gelesen, 50, 60, 70 Seiten, habe mir gedacht, um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich will das nicht lesen, das ist ein lächerliches Niveau, es ist ein Geschwätz und dergleichen. Dann ist mir nach Seite 100 etwas passiert, was mich völlig, völlig irritiert hat. Ich habe angefangen, schallend zu lachen. Und, um Kortners Wort zu variieren, ich lache niemals unter meinem Niveau. Wenn ich so gelacht habe, ist was dran. Der Mann hat Humor, das habe ich gemerkt, er hat Humor und das Buch wird nachher immer besser. Es ist ein sehr gutes Buch, dem man ein Unrecht antut, wenn man es auf eine so gewaltige Ebene anhebt. Sie wollen mir einreden, man kann eine solche Welt nur mit den Ausdrucksmitteln des 19. Jahrhunderts darstellen. Das stimmt nicht, man kann mit den modernsten Mitteln, Mitteln der klassischen Moderne, alles darstellen, was man will, wenn man es tun will. Ich will hier ein Beispiel geben, eine ganz konkrete Sache, die mir in dem Buch auffällt. Die Verwendung des Dialekts, war schon hier die Rede, des Platz, des rheinischen Platz. Die Verwendung des Dialekts in einem modernen Roman, von mir aus gesehen, sehr zu befürworten, hoch erfreulich, jawohl, ist gut zu machen. Es wird ganz schlecht verwendet, aus folgendem Grund. Der Dialekt ist in einem hochdeutsch geschriebenen Buch ein Fremdkörper. Das muss man auszunutzen wissen. Nämlich, das ist jedes Mal ein Satz im Dialekt, muss eine Pointe sein. Sonst ist der Satz überflüssig. So eine Pointe wie, na, ich meine, gut, ich greife bis zum Himmel, ja, in den Buddenbrooks, wenn da jemand im Lübecker Platt einen Satz sagt, oder wenn einmal eine bayerische Gras. Oder auch bei Gras. Ja. Ja. Hier ist im Dialekt, wie viel? 20% des Buches geschrieben, vielleicht 25. Das geht nicht. Das ist ein absolutes Missverständnis. Ich glaube nicht, dass man das Buch anders lesen kann. Man hätte es vielleicht anders schreiben können. Und jetzt kommt eine Sache, die ich gelesen habe in einer Zeitung, ich weiß nicht mehr in welcher, das ist entwaffnend. Als ich das gelesen habe, habe ich vielleicht das zentrale Missverständnis des Buches begriffen. Nämlich, da sagt die Autorin mutig, ich habe 1200 Seiten geschrieben und nachher die Hälfte wieder weggestrichen. So kann man Romane nicht schreiben. 1200 Seiten und 600 wieder weggestrichen. So kann man mit der eigenen Prosa nicht umgehen. Wer mit an einer Seite Prosa arbeitet, der kann nicht hunderte von Seiten dann wieder streichen. Nein, ich glaube nicht. Aber ich will eins sagen. Diese Infantilität, die in dem Buch steckt, hat zum Erfolg des Buches bei manchen Lesern beigetragen. Es gibt ja sehr merkwürdig, mehrere Kollegen haben mir gesagt, ach Gott, nein, das Buch gefällt mir, dies und jenes, aber meine Frau liest das so gern.
Es ist das Buch natürlich eine weibliche Zentralfigur als Identifikationsfigur offeriert. Und Frauen identifizieren sich mit dieser Ulla. Ich glaube nicht, dass man diese Welt, so darstellen muss. Wie oft kann man über das Plumpsklo reden in dem elterlichen Haus der Heldin dieses Buches? Ja? Dieses Plumpsklo-Motiv wird uns immer wieder geboten. Und dann gibt es die Stelle, da war ich etwas verblüfft, wo sie eine richtige, moderne, eine Toilette mit Wasserspülung in einer anderen Wohnung sieht. Und da ging ich rein und vor lauter Freude, was ich da sah, machte ich groß und klein. Lieber, so ich will Ihnen ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel geben, was mich an diesem Buch stört. Ich kann sowas nicht ertragen. In diesem Buch wird an einer bestimmten Stelle geschildert, wie die Ich-Erzählerin, die Heldin, zum ersten Mal die Menstruation erlebt. Das ist ein Topos der Weltliteratur, seit Zola hunderte Mal beschrieben. So geht das nicht. Ulla Hahn sagt, da war Blut im Nachttopf. Schluss. Was hat das Mädchen sich gedacht? Was hat das Mädchen gefühlt? Was hat sie gefürchtet? Was hat sie gehofft? Kein Wort steht darüber. Das ist es. Es bleibt immer wieder bei dem Niveau der Ich-Erzählerin. Das Beispiel hier. Hier müsste eine Reflexion kommen. Auch die Beichtpassagen, die drin sind, auf die ich gewartet habe, das kennt man auch aus der Literatur hunderte Male in vielen Büchern geschildert. Die katholische Beichte, gerade bei ganz jungen Menschen, die zum ersten Mal damit konfrontiert werden. Ein verschenktes Motiv. Ja, Freunde, aber wir haben auch noch andere Bücher heute zu besprechen. Mir hat das Buch sehr wehgetan. Ich glaube nicht, dass das eine gelungene Sache ist. Ich kann nur entschuldigend darauf verweisen. Sie verweisen darauf, ein Milieu, das nicht geschildert wurde. Stimmt nicht, sehr edel von Ihnen, aber dieses Milieu schon hunderte Male geschildert worden. Ich sage, Lyriker können eben nicht, ich habe die großen Namen genannt, fehlen. Das Erzählen fällt den Lyrikern in sehr vielen Fällen, nicht in allen, sehr schwer. Nein, ihr seht das Entscheidende nicht. Ja. So geht es weiter, es ist miserable Literatur. Jedoch, die deutsche Kritik ist begeistert. Warum denn? Wir haben Kritiken gehabt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung, Spiegel, die Woche, auch überall. Lauter begeisterte Kritiken. Es geht nicht um die Urteile, rein positive Urteile. Beinahe kein einziger Satz der Einschränkung, wie bei Ihnen, verehrte Frau Löffler. Ja, das Thema hatten wir schon. Ich kann es ja selber vorbringen. Ist doch hochinteressant. Bei all den Kritiken ist ein Element entscheidend, dass der alles fabelhaft findet, den Roman geschenkt. Es ist ein religiöses Verhältnis zum Gegenstand. Jeder Autor ist in einem gewissen Sinne für seine Kritiker mitverantwortlich. Es ist kein Zufall, ich weiß, es ist höchst riskant, was ich hier sage. Ich riskiere mein Leben. In Österreich etwas gegen Karl Kraus zu sagen, ist ja lebensgefährlich. Aber es ist kein Zufall, dass alle Anhänger von Karl Kraus Fanatiker sind. Was gefährlich liegt wohl hat mit dem Werk von Karl Kraus zu tun. Und das kann man weiterentwickeln auf die Anhänger von Stefan George, die auch ähnliche Eigenschaften haben und so weiter. Hier ist ein verehrungsvolles Verhältnis unterschiedlichster Kritiker. Ja, es sind sogar Kritiker darunter, einer vor allem, ich will aus Anstand den Namen nicht nennen, den ich für einen intelligenten, vernünftigen, reifen Menschen halte. Und der fällt auf die Knie und schreibt Zeug, das unerklärlich und unentschuldbar. Ich habe jetzt allmählich das Gefühl, der Goethe hatte gar nicht so Unrecht, als er schrieb, schlagt ihn tot, den Hund, es ist ein Rezensent. Die loben, alles wird in unserer Presse gelobt. Es ist unglaublich, jedes Buch wird maßlos gelobt. Ich glaube den Leuten kein Wort mehr. Aber da sind Sie ja dann davor, oder? Ja, nur langsam. Das kommt immer wieder vor. Es wird zu viel in unserer Kritik gelobt. Es geht nicht. Man kann den Kritikern nicht mehr glauben. Ich finde dieses Buch auf ärgerliche Weise miserabel. Ja, aber warum? Das hat das mit dem Fernsehen doch was hat zu tun. Nichts doch, mit dem Fernsehen doch. Zu tun. Ich will Ihnen versuchen zu erklären, was ich an dem Buch auszusetzen habe.
dass die Sache aus drei verschiedenen Perspektiven dargestellt wird, ist ja sehr schön. Es ist immer dieselbe Perspektive. Ich sehe schon, die Unterschiede nicht. Ich sehe nicht die Sprachunterschiede. Erzählen können von den drei, ich erzähle alle drei nicht. Sie können plaudern. Sie können lebendig, hübsch, flott, flaut. Es ist ein flott geplaudertes Buch. Manchen mag es amüsieren, andere nicht. Günther de Bruyne hat gesagt, er habe es mit größtem Vergnügen von der ersten bis zur letzten Zeile gelesen. Er hat gelogen, er hat es natürlich nicht mit Vergnügen geschrieben. Er hat alle Schwächen angedeutet des Buches. Aber irgendwie wollte er den Kollegen, der ehrenwerte und bedeutende, ernsthaft gemeint, Günther de Bruyne trösten. Nein, es ist ein geplaudertes Buch. Und nun ist die einzige Frage, warum sagen wir, oder habe ich gesagt, aber ich glaube, Sie stimmen dem zu, das kommt so in die Trivialliteratur hinein. Nicht zum ersten Mal. Es gibt schon in vorangegangenen Romanen solche Elemente, sehr deutlich bei Becker. Was ist Trivialliteratur zum Donnerwetter? Wodurch unterscheidet sich Trivialliteratur von der ernsten, guten, der von uns geschätzten? Ich glaube, es sind zwei Elemente und beide treffen auf dieses Buch zu. Die Trivialliteratur zeichnet sich durch eine flache Sprache aus, die ist immer sprachlich wertlos. Die Sprache ist das erste entscheidende Kriterium und man sehe sich die Sprache an in Jurek Beckers Roman Jakob der Lügner, eine ganz andere als hier. Es ist alles hingeplaudert und es ist mit einer Fülle von Stammtischwitzen verziert. Sie haben es hier jemand zitiert von diesem Mann, der so, dessen Erektionen so selten kommen. Er hat einen Einakter, über den Penis Einakter. Das sind doch Stammtischwitze. Und davon, ich zitiere dieses eine, man könnte 30 andere zitieren, es sind lauter Stammtischwitze, alles wird geplaudert, alles ist irgendwie unseriös. Die Sprache ist das erste, aber jetzt das zweite Element. Was ich etwas probeweise hier nenne, es betrifft ja nicht nur Jurek Becker, sondern die ganze Trivialliteratur. Was ist das Kennzeichen, das Negative der Trivialliteratur? Sie spannen uns auf die Folter. Ich glaube eins. Was ist denn das Thema der Literatur überhaupt? Das Leiden des Individuums. Darum geht es doch im Wesentlichen. Die Trivialliteratur zeigt keine Leiden. Und das ist das Schreckliche an diesem Buch. Hier sind Figuren, Männer und Frauen, die sich ärgern, die Kummer haben. Er wird älter werden, der Mann, die Frau ist jung und dann wird es vielleicht sexuell Schwierigkeiten bei dem großen Altersunterschied geben. Man ist betrübt, man ärgert sich. Sie leiden allesamt nicht, aber sie leben in einem verfluchten Terrorstaat, einem untergehenden Staat, in dem Menschen gequält, gepeinigt, ja gefoltert wurden. Sie sagen, er kennt die DDR der letzten 15 Jahre nicht. Verzeihung, er hat bei jeder Gelegenheit, Jurek Becker, seitdem er die DDR verlassen hat, betont, ich bin Bürger der DDR. Und er hat immer wieder gesagt, auch jetzt in Interviews, er hat die DDR immer wieder oft besucht, weil er dort auch unter anderem zwei Söhne hatte. Und im Übrigen, Herrgott, man muss sich doch nicht selber auf die Bratpfanne legen, wenn geschildert wird, wie ein Kotelett gebraten wird. Ja, ja, passen Sie mal auf. Um diese Katrin Schmidt zu retten, wurde er gesagt. Das ist eben DDR, das ist eine andere Stimmung, eine andere Welt und die hat ja Imtraut Morgner als Vorbilder und so weiter. Diese Erklärung lasse ich nicht gelten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da ist zwischen den Zeilen die armen Burschen in der DDR und die Mädchen, die Frauen, die haben so leiden müssen. Es überhaupt gibt nur nichts, die Flucht in die Erotik. Sie meinen nicht Erotik, sondern Bett, meinen Sie. Das ist in der DDR ganz stark entwickelt gewesen in diesem verzweifelten Leben. Im Westen nicht? Nein, 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 in der DDR viel stärker. Es gibt da Autorinnen, die darüber Bescheid wissen und dies dargestellt haben. Jetzt zurück zur Sache. Frau Köhler hat etwas sehr Interessantes getan. Frau Köhler hat Freundliches, Positives über das Buch gesagt und gleich im nächsten Satz wieder zurückgenommen. Sich gleich wieder distanziert von einer bescheidenen, zurückhaltenden Zustimmung. Und hier ist noch mit dem Argument gearbeitet worden.
dies sei ein Buch für Frauen vielleicht und nicht für Männer. Das gibt's nicht. Das ist nur schlechte Literatur für Frauen und nicht für Männer. Nein, gute Literatur ist für... So habe ich das nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, dass Männer wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich auf diesen Text einzulassen. Also beide sind ja auch der lebende Beweis dafür. Ja, ich habe gar keine Schwierigkeiten. Aber also, glauben Sie mir, ja, ich liebe weibliche Säfte. Ja, also um Gott. Herr Karasek, wir wollen gewisse Grenzen einhalten. Ich glaube... Wir haben in diesem Buch einen großen Sack, hat die Frau mitgebracht, die Frau Katrin Schmidt. Jetzt sind Sie aber unanständig. Was Sie sich denken bei deutschen Substantiven, das ist nicht meine Schuld. Also, in diesen Sack hat sie alles Mögliche reingestopft. Viele, viele Kleinigkeiten, alles vollgestopft. Unendlich viele Motive, Figuren. Ganz interessante, miserable, schlechte, alles durcheinander. Dann hat sie den Sack genommen und uns alles vor die Füße geschmissen. Und ich finde dieses Buch für mich eine Beleidigung. Und ich frage mich, hat der Verleger dieses Buch gelesen? Hat der Lektor dieses Buch gelesen? Die haben ja etwas getan, was ja ein Blinder merken würde. Da sie gemerkt haben, dass das Buch so riesig groß ist, wahrscheinlich keine Geduld hat, mit der Autorin zu streiten, haben die es ganz eng gedruckt. Das ist ja auch so eine Unverschämtheit. Wozu Bücher dann drucken, wenn man sie kaum lesen kann? So eng gedruckt ist es. Und ich finde das alles sehr bedauerlich und dieses Buch eine Zumutung schlimmster Art. Jetzt hat man eine willkommene Gelegenheit genommen und hat gesagt, das Titelbild sei unmenschlich. Das Titelbild, ich habe es hier vor mir und kann es gern zeigen, ist ein Bild, mit dem seit Jahren für das literarische Quartett geworben wird. Das haben wir als Zitat benutzt beim Spiegel. Und wir haben Herrn Reich-Ranicki auch gesagt, dass wir das benutzen. So war es doch, oder? Ja, aber ich wusste nicht, dass das ich allein drauf bin. Ich dachte, bin zusammen mit Kratz, ist mir alles völlig egal. Ja. Es ist Folgendes. Das Bild ist, soviel ich weiß, nachgeahmt einem Gemälde von Michelangelo. Da wird Moses gezeigt mit den beiden Tafeln in der Hand. Ich finde Michelangelo im Zusammenhang meiner Person nicht beleidigend. Ja, also so ein schlechter Maler oder Bildhauer war ich. Auch der Vergleich mit Moses ein bisschen hochgegriffen. Aber nur ein bisschen. Ja, ein bisschen hochgegriffen. Augenblick mal. Ich wollte diese Stelle, die ich als widerlich empfinde, gar nicht hier erwähnen. Aber wenn Sie schon darüber reden... Es ist die wichtigste. Ja, es ist die zentrale Stelle. Das Schlimme ist, er sagt ja, der Junge ungefähr, also jetzt ist vorbei, er soll mal nicht erzählen von dem, was war mit den Juden und so, das geht mich nichts an. Ich liebe, er ist ja jetzt verliebt und er ist glücklich und das Wetter ist so schön und so weiter. Dass der Junge das 45 so empfunden hat, kein Wort gegen Walser, dass er aber jetzt diese Stelle in den Aspekten im zweiten deutschen Fernsehen aus dem ganzen Roman hervorhebt und stolz vorliest, wie er das fabelhaft geschrieben hat, das ist die Stelle, auf die er stolz ist. Dies missfällt mir arg. Es ist schon eine üble Stelle und auf derselben Seite schildert er eine Jüdin, die er gesehen hat. Die Schilderung mit diesen Lippen, mit diesem, das ganze Aus, die Augen, es ist ja nicht seine Art, Leute zu schildern, Menschen. Da beschreibt er sie und er beschreibt sie sehr negativ, diese Jüdin. Keine angenehme Stelle, geschenkt, darum geht es mir nicht. Es geht um eine andere Sache in diesem ganzen Roman. Ich bin überzeugt, und ich bitte mich hier nicht zu brüllen, gleich vor lauter Empörung, er kann viel, dieser Martin Walser. Erzählen kann er ums Verrecken nicht. Er weiß überhaupt nicht, was erzählen ist. Alle seine Romane sind geschrieben in einem Stil der Aneinanderreihung von Mitteilungen, immer wieder Mitteilungen aneinandergereiht, aber nichts wird anschaulich gemacht. Schon bei den Ehen in Philippsburg hat Sieburg bei seiner berühmten Kritik geschrieben, alles, was er schreibt, kann, jede Stadt kann Schweinfurt sein und Sydney. Also, ich bedauere, mich hat dieser Roman nicht überzeugt. Ich finde, der Roman ist voll mit Namen jeglicher Art. Die Figuren sehe ich nicht. Zur Not eine Figur, außer dem Ich-Erzähler, die Mutter. Es ist so,
seine Absichten, Sex wegzulassen, mag ja redlich sein, aber man kann nicht über ein Buch, bei einem Buch derartige Absichten haben, wo auf jeder Seite von nichts anderem die Rede ist. Eigentlich nicht ganz. Doch. Es ist unglaublich. Aber langweilig, preisen Sie es nicht so an, die Leute werden enttäuscht sein. Natürlich, aber wenn die Leute es lesen wollen, dann schön. Ich meine, können Sie selber diese 5 Buchstaben immer wieder aufschreiben. Ich meine, es ist wirklich ein höchst seltsam. Er schreibt es aber, als wären es 5. Es sind, bleibt mal ernst, trotz dieses Buches, es ist ein absolut erbärmliches Buch. Ich glaube nicht, Frau Löffler, mit aller Entschiedenheit widerspreche ich Ihnen, ich glaube nicht, dass das erste Buch, Telemach, gut gewesen ist. Wer ein derartiges Zeug schreibt... Nicht kennen, können wir darüber nur spekulieren. Nein, ja. Wer ein solches Zeug schreibt, ein so ordinäres Buch, mit so viel Kitsch, das Vulgäre ist ja unerträglich. Der Kitsch ist unerträglich. Was, das, bitte, das kann man doch nicht aufhalten. Weil das kann doch jeder schreiben, jeder, wirklich jeder in der Pubertät kann schreiben, ich werde ficken, ich habe gefickt, wir werden ficken, ich bin gefickt, die Welt ist eine Fickerei, das einzige Glück ist das Ficken, das kann nur jeder schreiben. Es ist eine Art Literatur, die eigentlich unter uns ins literarische Quartett nicht gehört. Wir sollten uns mit solchen Büchern nicht beschäftigen, ob die einen Leser finden oder nicht finden. Was ist das für ein Zeug? Was sind das für Bilder? Was sind das? Also ehe Sie sich so erregen... Mir entgegenblühender Arsch. Mir entgegenduftender Arsch. Kinder, was ist das für eine Prosa? Es gibt dazu noch etwas zu sagen. Und zwar eine Sache, die über dieses Buch weit hinausgeht. Das ist nicht eine Frage Köhlmeier. Wir leben in einer Epoche, in der die Verlage mit ungeheurer Kraft und oft mit sehr viel Geld Werbung machen für Bücher. Nie ist für Bücher so intensiv geworben worden und oft auch so geschickt wie heute. Dazu sind die Verlage da. Ihnen dies vorzuwerfen, bin ich der Letzte. Ich wäre glücklich, wenn mein Verlag für mein Buch auch so also eine Werbung machen würde. Wir haben dann eine Unzahl von Autoren, die ihre jungen Freunde, Kollegen hochrühmen. Es wird, auf das Publikum wird eingestürmt, auf das Publikum wird eingestürmt mit Urteilen, die unseriös sind. Ich amüsiere mich bei dem Buch überhaupt nicht. Ich komme ums Verrecken, langweilt mich das, obwohl ich zugebe, dass es ein satirischer, gesellschaftskritischer Roman ist, der mit einer gewissen Perfektion geschrieben ist. Schreiben kann der Bursche. Ich habe schon mal im Quartett etwas gestanden und ich werde es heute noch mal sagen. Die meisten Bücher, die wir im Quartett hier besprochen haben, im Laufe der beinahe 14 Jahre, habe ich von der ersten bis zur letzten Zeile gelesen. In den meisten Fällen war es eine Qual. In den meisten Fällen habe ich mir die Frage gestellt, würde ich freiwillig, wenn ich nicht diesem Quartett angehörte, dieses Buch lesen, zu Ende lesen? In den meisten Fällen lautete die Antwort, oh nein. Ich weiß, ich habe im Alter von 12 Jahren, gut oder schlecht, so war es, den Faust 1 gelesen. Mich hat nur die Geschichte zwischen Faust und Gretchen interessiert. Die ganzen Monologe, alles nur Faust und Gretchen, was die beiden miteinander machen. Dann habe ich den Egmont gelesen, da war nur die Klärchengeschichte. Mich hat die Liebe interessiert und das Drama, das erste Drama, das umwerfend auf mich gewirkt hat. Romeo und Julia natürlich. Und Sie kommen mit der Theorie, man muss 70 werden, um Romeo und Julia zu lernen. Oder 80. Ja, und jetzt sind wir mit dem Quartett zu Ende. Und also sehen wir betroffen den Vorhang zu. Bitte.